Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Warum habe ich das jetzt aufgerufen? Ich habe das gerade weggedrückt und rufe es wieder auf. Achso, wegen dem Rang, deswegen. Mio hat bald maximalen Rang. Letzten Part haben wir, glaube ich, dass das im letzten Part war, die Cutscene gesehen und jetzt weiß ich endlich, was Ethel macht. Warum ich sie nicht auswählen kann. Nun gut. Was ist das? Eine motorbetriebene Krabbe? Okay, wie auch immer. Sieht zumindest so aus. Jetzt gibt's Krabbensalat erstmal. Oh, sie ist ohnmächtig. Oh, arme Krabbe. Was hast du gesagt? War das Sion? Ey, hör auf dich zu schützen. Auf alles abzuwehren. So. Jedenfalls, ich habe viel Speicher. Ich habe ein bisschen Zeit. Ich werde versuchen, mehr aufzunehmen. Allerdings ist mein PC heute wieder in so einer Abkratzstimmung. Leider. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das nicht nochmal passieren wird. Ich meine, das ist jetzt zwar ein paar Stunden her, dass das passiert ist, weil ich habe absichtlich gewartet. Weil ich wollte früher aufnehmen, aber da ist der PC zuvor verreckt und dann dachte ich so, nee, dann lieber nicht. Wobei man auch sagen muss, dass ich gerendert habe, hochgeladen habe und gleichzeitig auch noch gezockt habe. Also irgendwie immer, wenn ich entweder eine externe Festplatte zum PC anstecke oder aber, wenn ich beim PC zu viel mache. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass nicht allzu viel passiert. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich nicht streamen will. Oder doch, ich will's schon. Vor allem, weil ich will hier, wie heißt das jetzt nochmal? Ich hab's eh hier. Horizon Zero Dawn will ich streamen auf jeden Fall. Dann den zweiten Teil. Moment, wie heißt denn der zweite Teil? Horizon Forbidden West. Ja, gut, dass ich die Hände frei habe, weil der Kampf passiert automatisch. Ja, das sind auf jeden Fall die beiden Spiele, die ich auf jeden Fall streamen will. Dann habe ich mir auch überlegt, Donkey Kong Country Returns zu streamen. Beziehungsweise vielleicht auch Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das wären auch so zwei Favoriten, die ich auf jeden Fall streamen will. Oh, gerade wo er fusioniert, ja super. Und was dann sonst noch gestreamt werden würde, wahrscheinlich Spiele, die ich nicht als Let's Play machen will. Sowas wie hier God of War oder so. Also hier PS4. Ich weiß, es gibt ein God of War für PS2 auch, das habe ich. Aber bei mir ist es quasi umgekehrt wie bei Coldy, weil Coldy streamt meistens und die Spiele, die seiner Meinung nach nicht würdig sind für einen Stream, let's play der. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich let's playe und Spiele, die meiner Meinung nach es nicht wert sind, let's play zu werden, die gibt es eben als Stream. Ja, ich weiß, das klingt zwar bösartig, aber naja. So ist es nun mal. Zumindest bei mir. Weil für mich ist ein Stream bei weitem weniger wert als ein Let's Play. Aus mehreren Gründen. Ja, in einem Stream kann man mit dem Zuschauer agieren und so. Ja, das mag ja schön und gut sein, aber trotzdem wird für mich ein Let's Play immer viel mehr wert sein als ein Stream. Allein schon aus dem Grund habe ich fast nie Lust zu streamen, wenn ich mir denke, ja, ich könnte jetzt streamen, ich hätte jetzt Lust dazu, PC wird auch passen, aber andererseits, Let's Play ist besser. Und dann nehme ich nun mal ein Let's Play auf, so wie das hier, oder Danganronpa 2, oder ich mache eben ein so einen Death Run Versuch, wie zum Beispiel von Super Metroid. Muss mir jetzt erstmal überlegen, welches Spiel ich als nächstes No Death mache, also ein paar Kandidaten hätte ich. Nur
die No-Dev zu machen ist zu schwierig, aus unterschiedlichen Gründen. Diese Kandidaten wären zum Beispiel Banjo-Tooie. Das Spiel dauert zu lang, deswegen müsste ich es in mehrere Parts zusammenschneiden. Und wenn ich da einmal fehle, dann ist alles umsonst. Dann Kingdom Hearts, beziehungsweise in dem Fall jetzt Kingdom Hearts Birth by Sleep und Kingdom Hearts Dream Drop Distance, sind beide leider auch ziemlich lang, also derselbe Grund. Und Battletoads für NES. Und das kriege ich nicht hin, weil ich zu schlecht dafür bin. Aber irgendwann kriege ich es schon noch hin und dann werde ich mich so freuen. He says, falling flat on his ass himself. Oh, yeah. Bloody hilarious. You're always taking the mick out of me. No. Huh? Did you say something? Oh, for... Don't come crying if you fall. You seem like you're a million miles away. Lot on your mind? Yeah. Kinda. Mio! Ah, thank you. Are you okay? Yeah, I just lost my footing for a second. I'm okay. For now, I'm okay. For now? Are you not feeling 100%? Huh? Nah, nothing like that. I'm totally fine, promise. Like I said, I just miss my footing. If you start feeling worse, just say. I don't want you hiding it. You're a kind man, aren't you? I'm just being polite. So what was on your mind earlier? Yeah, that light. I was wondering if it had anything to do with us. You think maybe... Could it have been something that Mobius did? Huh? We know that they're hunting us. Tyon, you told us before that our consoles were actually the same. Yeah. I did say that. After that, nobody said so, but we were all thinking it. The war between Agnes and Keves and the consoles, or rather, Mobius. They must be connected somehow. It could be that all the fighting, it might be that it's all orchestrated according to Mobius. And to them, Ouroboros. Only spell trouble. Since we keep wrecking their flame clocks and all. They must really hate us messing with their stuff, I guess. So we're one big thorn in their side. Hmm. It does stand to reason that's why we're their targets. But it doesn't tell us anything about why our colonies fight. Any theories? Not as yet. But I figure, isn't discovering that our real objective here, right? If we seek out the city, maybe we'll find answers. One way to know. Here's a good spot to catch our breath. Also, ich muss sagen, Noah gefällt mir richtig gut, also von seiner Persönlichkeit her, denn er ist ein verantwortungsbewusster und höflicher Charakter. Und er ist jetzt nicht langweilig, er ist aber auch nicht maßlos überdreht.
Also, ja. Also bisher die beste Figur, also die beste männliche Figur aus der Xenoblade-Reihe. Weil Rex und Hat dir das Shulk fand gefallen? ich nicht so, also doch fand ich auf ihre Weise schon gut, aber nicht so gut wie There we go. Shulk. Nice and clean. Nochmal, Rex und Shulk fand ich zwar auch gut auf ihre Weise, aber nicht so gut wie Noah. Naja, Mio und Nia, die finde ich beide einigermaßen gleich gut. Aber Nia ist mehr, ja, auch ein bisschen auf Comedy aus und Mio mehr auf Emotionalität. Definitely feel stronger. Mit den Waffen, die quasi riesige Ringe Love your work. symbolisieren, kannst du Schusswaffen Okay, abwehren, ist let's go. klar. Aber ich wollte noch was gucken. Oh Mann, ich bin ja jetzt ewig weit weg von dem Ort, was ich gucken wollte. Wo war denn das nochmal? Genau, da wollte ich nochmal hin. Geht das so? Ja, es geht. Ich hoffe, ich komme dann auch wieder zurück. Fusionstechniken. Ja, die kenne ich schon. Oh, da ist irgendwo was gelandet. Welches Level hast du denn? 16, okay. Ja, da fällt alles um. Over there, supply drop. Muss mal gucken, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ja. Weil ich glaube, hier war das, wo 42. Mein Level ist höher, oder? 41. Die sind stärker als ich. Soll ich da lang gehen? Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich noch ein, zwei Level trainieren. Was soll ich riskieren? Ich riskiere es mal. Kommt her, ihr Echsenkrieger. Warum mache ich das Schild hier? Bin ich denn doof? Weil, ja, hat ja jetzt keiner irgendwie einen Effekt davon. Weil ich weiß, hier war diese, wie heißt die nochmal? Eiskalte Alexandria oder so? Oder Eiskalte Alexandra? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich guck gleich mal. Ey, ihr Mistviecher. Jetzt sollte ich doch noch ein paar Level aufstocken. Oh, Rang erreicht. Ja. Das geht sich nicht mehr aus, nee. Ah, die nächsten. Aber ich habe ja zum Glück Sion dabei. Also ich mag Sion. Aber wenn ich bloß Ethel dabei haben könnte, die ist noch besser. Und da liegt noch einer. Na, ja, dann zackeln wir erstmal ein. Ich dachte schon, was ist das, aber das ist die Synchro. Ah nein, ich hätte fusionieren können, aber egal. Was war das gerade? Talent gemeistert? Ja. Es war bei Senna. Oh, klasse. Perfekt. Oh, wow. Du hast schon 6 Klassen auf 10? Moment, wenn ich dich... Ja, dann sind schon wieder 2 Heiler. Das ist nicht so gut. Du hast weniger KP als du? Sieht so geil aus. Auch wenn ich ihren Rock dann nicht mehr sehe. Ich habe nichts gesagt. Hust, hust. Moment, was für eine... Was warst du denn gerade eben? Schwertkämpferin. Okay, du warst offensiv.
heißt, im Endeffekt hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Oh, sprudelnder Kampfgeist. Ja. Oh, da ist ein Ätherkanal. Ich meine, ich kann mich ja hier ein bisschen umgucken. Was zum Henker? Das sieht schon irgendwie geil aus, aber ich habe so den Verdacht, dass ob irgendwelche bösen Fieslinge kommen. Ja, so wie die zum Beispiel und mich platt machen. Ja toll, ihr steht jetzt da oben, mein Kraftfeld ist da unten. Na geil. Moment, ich muss euch mal helfen. Ja, ich könnte fusionieren, aber... Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt, ich Volldepp. Was, Mio? Da. Sie hat eingesteckt. Frage ist, will ich hier jetzt überhaupt weitergehen, weil diese Viecher sind ziemlich stark. Oh, noch ein Rang erreicht. Kann sein, dass ich die Ränge schneller erreiche, wenn ich gegen starke Gegner kämpfe? Keine Ahnung. Kann sein. Boom, erschossen. Good job, Juni. So, jetzt musst du mal gegen einen richtigen Brocken antreten. Boah, der hat gesessen. Ja, mit meiner Synchro da... Das ist quasi... Das ist quasi die Trumpfkarte, die ich auspacken kann zur Not. Und jetzt habe ich das Mikro nicht mehr ganz so nah vor meinem Maul, weil irgendwie dieser Greifarm vom Mikro, der sinkt die ganze Zeit, weil... Keine Ahnung warum, aber erst hielt er und dann hielt er wiederum nicht. Sind das Megaraupen? Ja, es wird wohl wieder ein Part werden, wo ich nichts erreiche. Weil wenn ich jetzt da lang gehe, da ist ein Gorilla. 44, okay, das könnte knackig werden. Na gut, zur Not habe ich die Synchro. Alles in Butter. Außerdem, wir sind zu sechst. Ne, zu siebt. Stimmt ja, der Held ist ja auch noch da. Wir sind zu siebt und der Gorilla ist allein. Der sollte eigentlich keine Chance gegen uns haben. Was ist das? Sieht aus wie so Ätherkanäle. Der Gorilla! Er kommt! Donkey Kong! Was zum Henker? Du Affe! Ich mach dich platt! Wobei, der Affe hat nur eine Chance, sehe ich gerade. Ja, irgendwie... Ja gut, Leo kriegt ein bisschen Schaden, aber... das ist ja gar nichts. Ja, der Affe hat keine Chance auf Überleben. Ja, das war's, Affe. Und meine Erfahrung ist ziemlich hoch. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich diesen Erfahrungsboost noch habe. Ich kann mich hier immer ein bisschen umsehen. Boom! Erster Angriff und schon sitzt da. Solange dieser Essenseffekt noch hält, kann ich den ja auch nutzen. Könnt ihr da mal aufhören, uns anzukotzen? Das ist widerlich. Ah, super. Oh, schon wieder jemand Rang erreicht? Das ist geil. Nein! Oh, ich habe schon wieder versemmelt. Ja, versemmelt, das sagt man so. Zumindest sage ich das so. Warum? Weil es einfach lustig klingt. Das ist genauso wie schwindeln. So, oh, ich habe mir den Sieg erschwindelt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das Wort irgendwie lustig. Oh, schon wieder Rang erreicht. Ihr heizt ja heute ordentlich rauf. Dann gibt es heute eben nicht so viel Story, aber dafür... Hä, war das schon wieder ein Rang?
something a bit meatier. Junye und danach Taeyeon. Wenn das so weitergeht. Ja, mein Essenseffekt hält noch. Den sehe ich da rechts. Das ist wieder so ein Gorilla. Das sind... ein Baum mit Laternen. Okay. Gott, der hier, Echsenkrieger. Vor allem, eigentlich hatte ich ja vor zu streamen, wie ich schon gesagt habe. Aber ich müsste das eigentlich möglichst bald machen. Denn am 17. kann ich es nicht mehr. Gut, ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video hochgeladen wird, weil ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Weil ich mache das ja im Voraus alles. Weil am 17. habe ich schon die Bestätigung bekommen. Ach, ich Depp. Dass ich ein Depp bin, genau. Da habe ich schon die Bestätigung bekommen, dass ich einen neuen Job habe, weil das bei der Brauerei, das war ja leider nur Saison. Also nur über den Sommer. Und ich habe schon eine neue Arbeitsstelle. Also ich hatte eine neue Arbeitsstelle in Aussicht und jetzt habe ich sie sogar. Also ich habe die Bestätigung schon bekommen, dass ich am 17. anfange. Also was rede ich da um den heißen Brei herum? 291 EP. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht, aber da ist schon wieder so ein Affe. Ich kann mich hier ja ein bisschen umgucken. Ja, dieses andere Gebiet, das können wir ja immer noch erforschen. Aber ich hätte gern Äpfel bei mir. Aber geht ja leider nicht. Das ist storytechnisch irgendwo ist. Ich glaube, da war schon wieder Rang erhöht. Falsche Taste, aber gut, kann ich schon mal gucken. Junye, Taeyeon. Ne, wir haben Rang 10er. Ja, Rang, 6. Rang. Das wollte ich. Ja, du! Raupe. Oh, das sind zwei Gorillas. Gorillas! Gorillas! Ja, Tarzan, ich weiß. Ja, wobei, ich zitiere ja die ganzen Disney-Filme nicht so oft in meinen Let's Plays. Außer in Kingdom Hearts, aber da geht's ja in gewisser Weise um Disney. Da zitiere ich sie irgendwie immer. 44. Da liegt eine Leiche und da sind Gorillas. Da ist ein Tunnel. Lass mal Gorillas platt machen. Da, du Affe! Ich versuche möglichst in meinem Kreis zu bleiben. Wow, Mio, wo ist sie denn da? So, ein bisschen Heilung für die Gute. Hörst du auf, dich hinzusetzen? Ja, ich glaube, es gab keinen Hänger. So einen kleinen Lag. Zumindest soundtechnisch gab es den. Aber könnte das eigentlich gar nicht möglich sein, weil das Avamedia ist. Gut, der Affe ist umgefallen. Da ist der nächste Affe. Ja, ja, komm her. Ich mach schon mal da, weil ihr kommt gleich alle rein. Gut, jetzt habt ihr nämlich alle den Schutz. Oder den Bonus vielmehr. Was ist das? Oh ne, diese komischen Feronisse. Vor allem die schwarzen und die weißen. Als ob sie verbündet wären. Ich glaube, dann werde ich da durch die Höhle durchgehen. Oh, Taeyeon. So, ein bisschen Heilung für ihn. Ey! Nein, ach, das war doof. Was war das? Rechtsguard. Achso, die kämpfen jetzt. Vorhin gingen sie noch ganz normal spazieren und jetzt kämpfen sie auf einmal. Oh, noch ein Rang. Ich könnte theoretisch eingreifen. Will ich eingreifen? Ja, komm, machen wir mal. Die Frage ist, wem helfe ich? Schauen wir mal, was es an Belohnung gibt. EP klingt immer gut. 3 Münzen, ja. Nur was ist wichtiger? Ja, Gold habe ich eh mehr als genug und EP kann ich offscreen. Also komm, ich helfe euch. So, dann sollte ich jetzt 3 Münzen bekommen, wenn ich die platt gemacht habe. Welches Level habt ihr überhaupt? 36.
Ach, nervt mich. Mach meine eigene Einheit kaputt. Sagittarius. Sagittarius ist übrigens lateinisch. Das weiß ich und bedeutet Schütze. Beziehungsweise das Sternzeichen für Schütze heißt Sagittarius. Also genauso wie zum Beispiel auch Wassermann Aquarius heißt. Also gut, das mit Wassermann, das habe ich ohnehin schon gewusst, weil ich ja vom Sternzeichen Wassermann bin. Aber ansonsten, diese ganzen Sternzeichen, wie ich sie mir gut merken kann, ist durch Fairy Tail. Weil da gibt es ja ein Mädel, die heißt, ich glaube, Lucy Hatfilia. Und die ist, Moment, wie war das nochmal? Das ist schon lange her, dass ich Fairy Tail gesehen habe. Ich glaube, die setzt nicht Elementargeister, aber sowas ähnliches ein. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Geister heißen. Auf jeden Fall hat sie Schlüssel und dadurch kann sie je ein Sternzeichen beschwören. Also zum Beispiel, öffne dich, Tor des Wassermanns, Sagittarius, Tor des Wassermanns, Aquarius. So zum Beispiel. Und daher merke ich mir es eben besser. Also, welches Sternzeichen jetzt wie heißt. Wobei, bei Zwilling ist es auch einleuchtend, weil das ist, glaube ich, Gemini. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Also Gemini. Und dieser von Gemini Man aus Mega Man 3. So, kommt her. Zu viel Geld. Ist noch eine Leiche zum Erlösen. Ja, eine Hülle, ich weiß. Aber ich sag Leiche. Ist ja eine Leiche. So, ich muss jetzt mal gucken. Wie hieß die Frau hier? Moment, Harmoniediagramm, oder? Nee. Da, eiskalte Alexandria. Ich glaube, die treibt hier Unwesen. Dämmerungsheld Isurd. Stahlrang. Silberrang. Oh, ich glaube, die ist knallhart. Eisenrang. Blechrang. Erdrang, ja. Silberne Äpfel ist ja zurückgestuft worden, leider. Ich frage mich, ob ich ihren Rang wieder erhöhen kann. Weil ich mag sie irgendwie. Dopponkarawane. Kann es sein, dass hier noch mehr geben wird? Na gut, jetzt werde ich hier aber erstmal einen Schnitt machen. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.